Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, in der letzten Folge haben wir ein wenig länger gebraucht wie gedacht noch, um das restliche Papier zu verkaufen und haben schon mal gestartet, das Toilettenpapier loszuwerden. Damit machen wir jetzt in dieser Folge weiter und dann kommt, glaube ich, als nächstes das Bier dran, wo verkauft werden darf, soll, muss. Und da sind wir mal gespannt, wo wir das gute Bier dann loswerden. So, zack, sind in der Verkaufsstelle drin. Bisschen zu weit reingefahren, aber egal. Verkauft wird sowieso. So, okay. Also habe ich schon gedacht, jetzt wäre es fertig mit Verkaufen. Aber jetzt sind wir soweit. Ja, das Toilettenpapier ist noch mal ein wenig besser zum Verkauf wie das normale Papier. Gut, dafür haben wir auch nicht so viel, aber auch weil wir das öfters verkauft haben, ja, immer wieder mal. Ah, es ist doch herrlich. Ei. Ah, ein bisschen zur Seite schieben oder so hinschieben, wie wir es brauchen. So. Klopapier ist jetzt noch genau eine Palette gewesen. Also. Da haben wir das auch schon mal erledigt. Ja, das Verkaufen dauert jetzt halt seine Zeit. Ja, ich würde es auch viel lieber ein wenig anders da machen. Aber gut. Können wir trotzdem die... Also wir knacken trotzdem jetzt die 23 Millionen. Wir hätten ja noch ein bisschen Toilettenpapier im Zentrallager, aber das lassen wir erstmal. Ne, sobald ja die Position im Zentrallager ja voll ist, wird ja immer wieder verkauft. Ne, also das ist zum Beispiel gerade bei der Leerpalette so. Obwohl Leerpalette ist wieder so ein Sonderfall in meinen Augen. Weil wir das ja gefühlt für jede Produktion dann brauchen. Deswegen wird die Leerpalette da ein wenig anders da behandelt. Also nicht direkt verkauft. Sondern die wird dann nochmal eingelagert in unser Palettenlager. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt eine ordentliche Geldmenge und definitiv nach dem Verkauf werden zwei Flächen gekauft. Ja, das ist auch wichtig und da werden wir dann auch direkt damit starten. Und auch die Precision Farming Karte sozusagen uns kaufen. Und dann im Herbst werden wir einmal über unsere ganzen Felder gehen und die Precision Farming Karte uns ziehen. Und ja. So, dann stellen wir uns so hin. Und was ist das nächste? Wird das Gerstenbier sein. Na, das sind 1,6 Millionen Liter. Zum Edeka, okay, ist auch nicht allzu weit weg.
Und gut, wir haben schon viel im Zentrallager, also allzu viel haben wir jetzt hier nicht mehr vorrätig vom Gerstenbier. Na gut, aber Fässer hätten wir noch einiges. Zucker, Hirsebier, Gerstenbier. Na, das sehen wir auch, das sind knappe 3 Fuhren. Und da müssen wir zum Edeka. Na, zack. Einmal die Seite tauschen. Und wenn das Gerstenbier leer ist, dann haben wir nochmal was am Edeka. Glaube ich zumindest. Naja, jetzt erstmal das Bier wegbringen. So, da können wir ja dann jetzt eine weiterfahren. Und da haben wir ja schon genug eingelagert im Zentrallager eben, ne? Haben wir nur knapp 900 km in unserem Lager gehabt. Also 2 Fuhren und dann wäre eigentlich die dritte noch ein paar Palettchen. Aber wäre vielleicht auch zu überlegen, weil entweder ist ein Bier beim Lidl. Ach, das könnte sein, dass das andere beim Lidl ist und das nächste beim Aldi. Wegen Verkaufen dann, ne? So. Ebenso die Wege zum Edeka und so, die kennt man mittlerweile blind. Aber auch weil ich jetzt öfter schon hingefahren bin. Ich bin ja schon öfters jetzt eben zum Edeka und so gefahren. Einfach weil wir auch so eine Menge an Gütern haben zum Verkaufen eben hierhin. Zack. Ist jetzt auch im Verkauf. Und zumindest werden auch die Lager jetzt geleert. Das ist der positive Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, ne? Der positive Nebeneffekt. Man, da sehen wir halt auch schon, da kriegen wir halt ordentlich mehr, ne? Also nochmal sowas verkaufen und dann kann man sich eigentlich schon wieder ein bisschen mehr zurücklehnen. So. Das Gerstebier wird wieder geladen, das nächste. Ansonsten haben wir aktuell gerade nicht so viel zu tun. Wie gesagt, ich möchte jetzt halt noch das ausnutzen, dass wir eben diesen guten Bonus haben vom Precision Farming. Und zwar diese 14%. Das sind halt schon, ist schon ordentlich, ne? Bestimmt noch ein bisschen Gerstebier drin. Ja, das reicht ja. Und dann wäre Weizenbier am Lidl, genau. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wäre Lidl ja minimal billiger. Obwohl, das so minimal jetzt auch nicht, ne? 90, aber für die paar Paletten, da können wir ruhig mal 90 € die 1000 Liter weniger bekommen. Pro Palette wären das ja, 450 € weniger. Pro Palette mal, das sind so 10.000 € weniger, was wir denn da bekommen. Ist okay, ist okay. Ja, ist es nicht so, dass wir am Hungertod dann nagen würden, wenn wir das eben nicht zum Bestpreis verkaufen.
450 pro Palette, wenn ihr sagt 10.000, dann sind es ja über 20 Paletten. 22 Paletten. Ich glaube nicht, dass das 22 Paletten jetzt waren. Obwohl, kann natürlich auch sehr täuschen, ne? So. Ein wenig über die Randsteine fahren. Das ist alles ein bisschen eng hier. Und wir kommen da halt mit einem großen Sattelzug an. Hier mit dem großen Sattelzug und gibt mal wieder eine schöne Ladung Bier. Für den Edeka. So. Und eine schöne Ladung Euros für unser Konto. Ah, ist er so. Wenn wir hier wirklich fertig sind mit dem Verkaufen, dann hat der LKW eine Pause redlich verdient. Dann hat der LKW die Pause redlich verdient. So, schön hier rumfahren. So, 26 Millionen. Also ich habe ja erst geschätzt gehabt, 25 Millionen, wenn wir fertig sind. Ne? Das haben wir schon mal eingetütet. Und wir haben immer noch 5 Produkte zum Verkaufen. Und das zweite war von mir eben 30 bis 35 Millionen. Dann haben wir 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aber sind doch keine 10.000 Euro, sondern vielleicht nur 8 oder so. Und dann ist das nächste eben Weizenbier, richtig. Das nächste wäre Weizenbier und da haben wir, ja, so 900.000, ne, auf der Kante. Und dann haben wir noch das Hirsebier. Ja gut, das ist ein Anhänger. Passt. Und dann haben wir eben noch Sahne, Joghurt, Quark und Vollmilch. Aber das sind halt auch noch mal viele Fuhren, ne? Okay, also Weizenbier raus. Da haben wir es doch. Da haben wir doch das Weizenbier. Und das geht richtig zum Lidl. Wie gesagt, das tun wir ein klein bisschen Einbuße machen, was den Wert angeht. Aber ist ja nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. So. Den Weg zum Lidl kennen wir natürlich auch blind. So, schalten wir das schon mal ein. Die Entladefläche. Warum? Weil ich es kann. Edeka wollte eben Gerstebier und Lidl will Weizenbier. Ja? Und der Aldi will eben dann Hirsebier. Ja, drei Supermärkte, die wollen alle unterschiedlich Bier. Ja, sag's mal so, bekommen sie auch, ne? Gar kein Thema. Gar kein Thema für uns. Das
sind einfach Summen. Wahnsinn. Na gut. So. Dann sehen wir auch gleich, dass hier wieder Bier draußen ist. Wunderschön. Weizenbier. So, mal hier. Ah, 79 Paletten. Das dürfte, glaube ich, alles jetzt rausgehen. Das ganze Weizenbier. Sehr gut. Das heißt, wir müssen noch zweimal zum Lidl fahren und dann eine Fuhre Hirsebier zum Aldi. Und dann haben wir das Bier abgeschlossen. Zu verkaufen. Und wie gesagt, unser Lager leert sich sehr schön. Das ist eben der positive Nebeneffekt. Dass das irgendwann leer ist, dass wir da dann umsetzen können. Herrlich. Das ist doch herrlich. So, mal wieder gerade geöffnet. Ah, Kollege, ich hab's eilig, deswegen. Zack, hier kriegst du Bier. Lidl. Und diesmal auch das reine Weizenbier, ne? Kein Gerstebier dabei. So wie du es gern hättest. Habe ich dir jetzt geliefert. Ey, da läuft er mir einfach auf die Straße. Ah, herrlich. Ah, mit der nächsten Fuhre. Nein, da kommen wir nicht ganz auf die 30 Millionen. Aber noch ein bisschen zu wenig dafür. Wie gesagt, wir haben ja in unserem Palettenlager jetzt von den ganzen Produkten, wo wir verkauft haben, eigentlich dann nichts mehr im Lager. Das ist, ja, es ist deutlich besser so. Erstmal nichts mehr im Lager davon ist. Oh. Doch noch was vom Weizenbier. Mal ganz kurz durchgehen. Wahrscheinlich wieder genau einen. Ja. Genau eine Palette mal wieder, ne? Na gut. Na gut. Eieiei. Ich bin auch froh, wenn das endlich vorbei ist, dieses Verkaufen. Wie gesagt, 123 Millionen waren ja im kompletten Lager, was alles, was wir besitzen. Dann muss man halt noch die ganzen Feldflächen dazu zählen, dann die ganzen Produktionen dazu zählen und die ganzen Inputs, was in der Produktion drin ist. Das ist ja auch nochmal ein bisschen wert. Also ich schätze, so Gesamtvermögen, der Fuhrpark noch. Der Fuhrpark, den habe ich ja ganz vergessen. Also ich schätze, dass ich hier ein Vermögen habe auf der NF Marsch von 160 Millionen. Schätze ich. Mittlerweile. Und das ist natürlich schon
enorm. Na, 160 Millionen wert ist enorm. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.